So, ach ja, wir brauchten wieder Thea. Yay. Die Frage ist, haben die wieder Thea? Mhm. Ist ja lange her. Bon voyage. Das Spiel läuft immer noch voll unrund. Von den Frames, das ist unglaublich. War hier nicht noch ein Händler? Das frage ich jedes Mal, wenn ich hier irgendwie rumgurke. Geh doch einfach mal dahin, wo es qualmt. Mein Geschäft ist geöffnet. Bitte? Die hat auch kein Teer. Aber die hat einen neuen Bart. Ist das der, den ich wollte? Sichere Reise euch. Da ist erstmal nix. Gut. Dann. Erstmal wieder reinkommen. Hier ist Munition. Eines Tages kehre ich nach Frankreich zurück. Und guck mal auf die Karte. Teer. Also, es sind wieder immer noch dieselben, die Teer haben sollen. Komischerweise die hier mal nicht. Dementsprechend fahren wir kurz mal wieder die Leute hier ab. In der Hoffnung, dass die Thea haben. Ha. Salut. Auf bald. Den wollte ich gar nicht. Fracht verwalten. Was haben wir denn da so Schönes? Ach, wir haben immer noch Schatzkarten. Gut. Dann ist dem so. Haifleisch. Ah, okay, wir sollten vielleicht noch kochen. Egal, machen wir später. So, erstmal wieder reinkommen in die Geschichte. So, Segel setzen. Aber volle Kanne. Wir uns gar nicht lange aufhalten. Ich fange diesen Stream genauso an wie den letzten. Ich will ja mal was erreichen. Und dann tingeln wir wieder nur durch die Gegend. Sultani-Insel. Guck mal, hier, das passt doch. Dazwischen und dann links, rechts halten. Also Steuerbord, Backbord halten und dann lübt das. Segel ahoi! Ja. Die Teer? Nope. So, ödeln wir hier durch, oder? Nee, das war falsch, ne? Boah, wir müssen da rein. Oder? Ja. Ja, da hinten wird ein bisschen gefeidet. Die lassen wir mal eben. Wir brauchen mal eben Teer für irgendwas und dann. Naja, für hier, ne? Ah, die Segelkalmarine. Ja, nee, das ist auch gar nicht so unwichtig.
Mit der habe ich nämlich schon gefeidet. In meinem Offline-Spiel. Habt ihr Teer? Nö. Kapitän, ein Wolf! Gebt ihr volle Segel! Sollten uns jetzt dem Schatz nähern! Aha, die haben Bock. Ah ne, da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht handeln, weil der hier Ärger macht, oder? Tja. Natürlich nur ein, ne? Ganz klar. Das heißt, wir müssen nochmal hier runter. Ein Geschrei da im Hintergrund. Mit besserem Werkzeug wäre die Arbeit leichter. Wir sind dem Schatz nahe, Kapitän. Wir sind dem Schatz nahe? Welchen? Das ist so, welchem Schatz? Weißt du, wir können hier ja gar nicht. Na gut, wir können hier vielleicht runter, ich weiß es nicht, da. Ist halt die Frage. Weniger Segel! Langsamer! Verschwendet keine KI! Lassen Sie den Wind fangen! Ah, hier könnte ich vom Bord gehen. Das, okay, das heißt. Warte mal. Wir machen das mal eben. Wenn die sagen hier Schatzkarte zum Verfolgen. Der Schatz ist in dem Außenposten. Ja. Anker mit Seil. Okay, das war jetzt. Wow. Also diese Schatzsuche war wieder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war. Das hat mir alles abverlangt. Also wirklich alles. Ah. Vanille, Vanille, Vanille. Oh, wir haben. Hat sich aber gelohnt. Wir haben eine Rüstung gekriegt. Ich weiß zwar nicht, wie gut sie ist, aber wir haben eine Rüstung gekriegt. Das war auf jeden Fall eine Stufe 2 Rüstung. Ah, okay. Schade. Schade. Ist jetzt nichts, was, Kategorien. Wir wollen hier nur Waren, damit wir die alle einmal rüberschieben können. Und wir brauchen aber auch noch Schussausrüstung, weil ja, wir haben ja hier noch Waffen, ne? Auch die kann man ja vielleicht verkaufen.
Die Halbkanone. 3 und 2 haben wir hier sogar noch. Wow. Reparaturbombarde und Brandbombarde. Das brauchen wir alles nicht. Das ist anscheinend hier in dem Schiff verbaut, oder was? Oh, wenn wir denn hier schon mal sind, ne, dann können wir ja mal gucken. Die vielleicht irgendwas. Alter, ist das Spiel verpackt. Kiste voller Torpedos. Nee, das wollen wir nicht. So, kaufst du mir was ab? Wow. I don't think so. Ah, gut. Der würde hierfür natürlich so einen Normalpreis zahlen, aber. Kommt nö. Wieder. Nö. Ich glaube nicht, Tim. Mehr ist hier nicht? Kann ich nicht noch ein bisschen durchlaufen? Doch, hier drüber. Die Blinden nehmen einfach den Steak. Aha, Kontaktperson des Ruders. Meine letzte Kiste habe ich einem anderen Piraten verkauft. Mhm. Tut mir leid. Vipi. Nimmt mir auch nichts ab. Das ist schade. Sichere Fahrt. Danke. Kommt, so, Kontaktperson des Ruders ist ja hier, Kawan, euer Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich war hier aber noch Schiff nicht. Mit einem goldenen Rad? Ich wusste, dass ich euch kenne, als ihr an Land kamt. Ihr habt Glück, dass Janita euch mag. Verspielt diese Gelegenheit nicht, Kawan. Die Waren, die wir feilbieten, sind schwer zu ergattern. Moinsen. Und meist sehr schnell vergriffen. Wenn ihr zu lange zögert, Captain, dann entgeht. Morgen kommt euch eine Person, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Okay. Lass mich raten, das bist du. So, zeig mir verfügbare Gelegenheiten des Ruders. Zuckerrohr. Preis pro Einheit. Will ich das machen? Eigentlich nicht. Ein Ruderkontakt bietet dir eine Ladung Zuckerrohr zum Verkauf ein. Bin ich hier gerade oder muss ich denn schon wieder zurücködeln? Warte mal eben. Nee, ich bin hier gerade. Naja gut, dann gib her. Wenn ich schon mal hier bin. Was ist das denn? Wollt ihr handeln, ah, nee, war richtig. Oh, ich bin so besoffen, Alter. Captain, ich habe nichts mehr zu Was? Ein Ladung Zuckerrohr? Täglich, Versorgungsauftrag. Irgendwie nee. Ach komm. Wir sehen uns dann im Kontor. Ja. Don't give me on my Nerven. Also, da habe ich ja schon mal gehofft, irgendwie, dass das vielleicht wirklich noch wird wie bei Black Flag, dass wir sagen können. Ach nein. Wer kommt morgen? Also ich fühle mich heute schon den ganzen Tag beschissen, ne? Aber jetzt wünsche ich mir irgendwie Fieber für morgen. Abtrünniger Kriegsherr. Ja, wir kochen mal eben. Maximum. Was ist denn das? Gegrillte Banane. Und Hai. Gegrillter Hai. Einmal. Ich
bin tot, müde. Lasst mich. Oh, man trifft nicht oft Piraten auf dieser abgelegenen Insel. Die meisten Schiffe segeln vorbei, ohne uns zu beachten. Wir sind ausgestoßen. Ein rauer Haufen, der von der Habe der Verdammten lebt. Ich glaube kaum, dass ihr grundlos so weit gefahren seid. Führt euch der Handel an unsere Küste? Lautet der Taufname eures Schiffes Janita? Nein. Ich sehe schon, ihr seid nicht zu Späßen aufgelegt. Nein. In unserem Gewerbe können Worte Piratenleben retten. Nun, wenn ihr wegen des Geschäfts hier seid, seht euch unsere Waren an, sorgt euch nicht um neugierige Blicke. Ihr werdet überrascht sein, was wir so zusammenklauben können. Grüßt Janita von uns. Oh, Alter, wie gut, dass das ein Spaß war. Alter, das wäre ich morgen wirklich nicht gekommen. So, wie jetzt? Oh, Geschäft, dachte Mann. Ich. Die meisten Schiffe segeln vorbei, ohne uns zu... Ich glaube kaum, dass ihr grundlos so weit lautet, der Taufname eures... Hä? Ich sehe schon, ihr seid nicht zu spät. Nun, wenn ihr... ihr werdet überrascht sein, was wir so zu... Gehabt euch wohl, Cap. Ey, ihr seid irgendwie alle scheiße hier. Bananen haben wir auch genug. Gut, ich glaube, wir gehen wieder aufs Schiff. Und fahren mal weiter da, wo Teer ist jetzt, ne? Achso, warte mal, Fracht verwalten. Obwohl, wir lassen die Fracht erstmal drin. Wir wollen ja gerade eh keinen Ärger machen. In den Wind! In den Wind! Ist die Segel gefaulen, Hunde? Ja, klar. Ich kann ich den mal zum Grillen einladen, den Kollegen. Aber dann kommt er auf den Grill. Oh nein. Falschen Knopf gedrückt. An die Arbeit! So geht das! Oui! Los, testen wir die Segel! Volle Segel! Volle Segel! Ja. Let's do it! Keiner hat hier Teer. Jetzt feindlich? Warum? Ach, das sind so eine abtrünnigen... die mir jetzt ans Leder wollen, oder was? Ich verstehe. Gar keinen Bock drauf. Das hier rum. Holzteer. Level 9. Legen wir uns lieber nicht mit an. Gehen wir eh gleich unter. So. Kaufen, verkaufen. Ah, guck mal hier. Die haben nochmal einmal Teer. Dann haben wir genug. Zack. Moin, moin, Jesus. Leinen, Rohfasern. Wollen wir das alle nicht abnehmen, ne? Und auch keiner gibt irgendwie mehr Geld für geile Waffen aus. Ey, nix. Was machen Sachen? Na, kapern jetzt, ne? Wollt's mitmachen, oder was? Okay. Dann müssen wir jetzt wieder zurück, ne? Lass sie den
auch so geil. Ich habe irgendwie keine Verbindung mit dem Internet oder was? Warum zum Teufel? Auch so Übersicht, ja, ich. Was meinst du denn damit jetzt? Hey Boys. Bin nachher Star Citizen. Star Citizen. Ja, das kannst du auch alleine spielen, glaube ich. Das ist nicht so meins. Oh, fahren wir hier durch? Würde ich sagen. Ah nee, warte mal, wir können noch mal eben. Wir haben ja noch Sachen, die wir eigentlich haben wollen. Ja gut, eiserne Hülle 1 brauchen wir nicht mehr. Überlagerte Schutzmann, nee, das sind alles. Haben wir ja. Hm. Ja, düsen wir erstmal nach Hause kurz. Weiter rauszoomen. Ach, und dann sehe ich das? Das gibt's ja wohl nicht, oder was? Das sind die Bundesländer, siehst du? Ah, okay, ja gut. Gut, der war volle Pulle darüber. Thank you.